Über 300 Seiten für eine aufregende Reise durch die Geschichte des Rathauses der Stadt Bozen. Große Menschenmenge im Festsaal in der Gummergasse für die offizielle Vorstellung des 6. Heftes zur Bozener Stadtgeschichte. Eine Buchreihe des Stadtarchivs Bozen. Eine grundlegende Arbeit zu einem der wichtigsten Gebäude der Landeshauptstadt. Dieses Gebäude ist vor mehr als 100 Jahren gebaut als Zeichen der Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit der Bürgerschaft für die Entwicklung einer städtischen Gemeinschaft, wie zum Beispiel in Bozen. Der Bürgermeister Peratone damals wollte, dass dieses neue Gebäude gebaut wurde, um zu zeigen, wohin man gehen sollte. Und er hatte recht. Er hatte recht, weil er hatte als erster verstanden, dass auch Bozen wie andere europäische Städte in eine Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung gehen sollten, damit die Stadt wirklich sich als Punkt der möglichen, als Treffpunkt für alle Leute der naheliegenden Gebiete sein konnte, aber auch, dass die Stadt sich als Labor für die Erarbeitung der Strategien und der neuen Technologien, die ganz wichtig waren für die, im Allgemeinen für die Entwicklung der Gesellschaft. Wie Kulturstadträtin Patricia Trincanato unterstrichen hat, ermöglicht es diese Publikation, zum ersten Mal im Detail die Entstehung und die Baugeschichte des Bozener Rathauses nachzuvollziehen und dadurch auch die architektonische Leistung zu würdigen. Vor etwas mehr als 100 Jahren eröffnet, bildet das Rathaus eine wichtige Etappe in der Entwicklung Bozens hin zu einer modernen Stadt. Das Buch erzählt die Biografie eines für Bozen ganz wichtigen Baus des Rathauses, das 1907, also in dieser späten österreichischen Zeit, gebaut wurde. Dieser Bau ist ein Symbolbau für das spätbürgerliche, liberale Bozen und ist auch programmatisch in seiner Ausstattung, kunsthistorischen Ausstattung. Von daher war es dem Stadtarchiv wichtig, das Buch zum Gegenstand einer vertiefte Untersuchung zu machen und mit Hilfe verschiedener Experten dann auch in seinen Details zu beleuchten. Das neue Gebäude, das dem historischen Teil des aktuellen Rathauses entspricht, verkörpert in seiner Form und seinen Dekorationen den Geist der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende und das Selbstgefühl der Bozener Bürger. Die Vorstellung heute ist eine ganz besondere, denn wir stellen nicht nur das Buch vor, sondern wir möchten in diesem Zusammenhang eben auch den Bau gemeinsam begehen. Es ist eine Führung geplant und wir schauen uns gemeinsam den Bau an, also seine Malereien, seine wirklich spannenden Details, also alles das, was zum Inventar dieses Hauses gehört, um ein wenig die Geschichte, das Leben dieses Baues wirklich sinnlich zu erfahren. Die Entstehung des Gebäudes, seine dekorativen und funktionalen Aspekte, die Persönlichkeiten der Architekten Wilhelm Kürschner und Karl Hocheder, aber auch das Stadtklima, in dem das neue Rathaus entsteht, all dies ist hier zum ersten Mal im Detail untersucht worden und ermöglicht somit einen weiteren Schritt zur besseren Kenntnis der Geschichte der Stadt Bozen. Alle Informationen zu dieser neuen Veröffentlichung und zur Geschichte des Rathauses findet man im Internet unter www.gemeinde.bozen.id/kultur/rathaus_bozen.